Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von Runes of Magic. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und in den letzten beiden Parts, na, da war was nicht so ganz stimmig. Und ich war ein bisschen übermüdet und hab doch nicht wirklich richtig gut geschlafen und war nicht konzentriert. Ich habe mir selber die Frage gestellt: Soll ich weiterhin vorlesen? Und es kam keine Gegenreaktion, dass ich es nicht weiter tun sollte. Im Gegenteil, Vladivlad meinte zum Beispiel: Ey, mach weiter, genau das, mach deinen LP aus und so, mach weiter so. Machen wir also. Ja. Und dann haben wir hier noch die Narfas. Ja, immer noch die epische Questreihe. Ja, wir müssen den Reinigungsstein die Quest abschließen. Machen wir natürlich. Und ich habe den Wirklichkeitsstein schon hergestellt. Bringt mir den Läuterungsstein ein schicksalhafter Kampf steht kurz bevor. Ja, mach mal. So, ich weiß den. So. Genau wie vor 1000 Jahren der endgültige Kampf auf Leben und Tod zwischen Andrut und Kalume in den Chimo-Bergen stattfand, steht nun der Kampf auf Leben und Tod zwischen ihrer Marionette und mir bevor. Atabu. Blicke. Bevor ich die göttliche Botin wurde, war ich wie ihr voller Träume über die Zukunft. Sogar eine Heulsuse. Was? Du sagst, ich wäre eine Heulsuse? Spinnst du? Dann gewährte mir Gott ein Wunder und machte mich stark und unsterblich. Von da an weinte ich nicht mehr und versuchte mein Bestes, die Verantwortung zu erfüllen, die es mit sich bringt, wenn man die göttliche Botin ist. Aber jetzt habe ich die große Angst, dass ich nicht stark genug bin, wenn es nur eine Marionette ist. Eine Hülse. Nafa schließt einen Augenblick ihre Augen. Wenn ich das jetzt machen würde, könnte ich nicht lesen. Aber egal. Als sie sie ergriffen und blickte euch dann direkt an. Da meine Kräfte aufgebraucht sind, da brauche ich einige Zeit zur Erholung. Aber Rezibi ist schon zur Dämonennarbe in den wilden Landen aufgebrochen. Folgt ihren Fußspuren und sucht sie, während ich genese. Benutzt zuerst den Wirklichkeitsstein, um Tianas Verlockung zu durchbrechen, und tut dann alles, was ihr könnt, um ihre Gefühle mit den Erläuterungssteinen zu übertragen. Und eine Gruppengröße 4 oder mehr. Ja, wir nehmen sie natürlich an. Willst du uns was erzählen? Nein. Das heißt, wir müssen in die wilde Lande. Nein. Abbrechen. Region. Timo war es nicht. Wilde Lande. War auch nicht. Wo waren denn die? Das ist auch nicht. Kommen wir hier rüber. Vielleicht kann man auch hier oben zu markieren. Abbrechen. So, nee, also wir müssen aus der Küste der Wehklagen beim Nagersdorf vorbei. Und hier hin. Das ist hier, ne? Der Nagerlager. Ja, in die wilde Lande. Das machen wir jetzt natürlich auch. So einem schicken, heißen, sexy Reittier. So. Zum Glück ist das ja nicht weit. Da. Und mal schauen, was uns da so erwartet. Eine neue Karte ist wie ein neues Leben. Na. Auch richtig, ja.
Ach, ich kann ja auch beide Maustasten drücken. Kann ja auch laufen. Ich will gerade echt null was, oder? Ha! Gar nichts drücken. Ich kann sogar lenken. Hui! Auf der Map nebenbei gucken. Da raus oder da? Ne, da raus. Genau. Lass mich in Ruhe. Ah, nee, den Nagras habe ich. Da habe ich echt keinen Bock drauf gerade. Ich möchte Nagel außenposten. Ja, aber nicht jetzt. Lass mich in Ruhe. Nein, nicht da rein. Nicht schlagen lassen. Oh, komm schon. Komm ich rein, ich aus dem Kampf heraus. Ich sehe gar nichts. Ego-Perspektive. Diese drei Kackviecher. Willst du denn hin? Bleib doch stehen! Mann, 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 Mann! Oh! Gildebrunnen! Ui! Ich glaube, ich muss mich da wirklich durchkloppen. Ja. So. Wieder eine Erkennungsmarke. Doch hier ist ja nicht so schwer. So. Lass mich doch da einfach durch. Lass mich doch alle einfach in Ruhe. Ah ja, ich will nur dadurch. Das ist mein letzter Wille aus. Boah, ich will da nur durch. Ein neues Gebiet euch präsentieren, aber nicht so. Nicht schon wieder. So will, ey, nein. So eine Paralyse des Todes. Junge, 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 Junge. So, lass mich das Pferd besteigen. Nein, mit dem Tiger schmusen. Mit dem Puma, Panda. Mit der Minze-Tatze. So. Und nein, das Event spiele ich nicht. Hier waren Zwerge am Werke. Man sieht das. Hohe, große Wege und Hallen. So. Ist es tote Leichen? Oh. Da kann ich mich an die wilde Lande kaum noch erinnern. Ach, das war Dschungelgebiet, genau, stimmt. Links oder rechts? Wir gehen, glaube ich, links rum.
Oder? Ich weiß gar nicht, welches Level die Viecher hier so haben. Ah, das ist aber auch viel kleinen Pisskram, die Ausdrucksweise. Leute, links rum. Was ist das für ein Level hier? 53. Da lang. Ihr merkt, mich jetzt nicht mehr One-Hit. Schreibe dich so an. Böser Bär. Aber. Ja, und kein Aber. Nein, Aber. Kein Aber. Ich sagte kein Aber. Aber. Lauf. Ich weiß, der war schlecht, aber. Da muss man lang. Ich dachte, ich bringe ihn einfach mal. So renne ich eigentlich, wenn ich reiten kann. Hey. Da fühlt sich bestimmt wie zu Hause. Der Quinger. Soldaten. Ja. Sacca Wuppait. Hallo Ander, ich bin Stoßtrupp Hauptmann Sacca Wuppait. Ich weiß den eigenen Namen nicht mehr. Nach der erfolgreichen Zerstörung der überaus wichtigen Steinbrücke auf der Nagas Versorgungslinie durch die Kommandoeinheit gehe ich davon aus, dass diese bösen Nager im Nagerlager gefangen sind. Ich muss meinen Stellvertreter Raji Unifens und den Großteil des Stoßtrupps aussenden, die Brücke zu bewachen, um zu verhindern, dass die Nager sie reparieren. Daher muss ich auf eure talentierten Abenteurer zurückgreifen, um eine Vergeltungsmaßnahme an den eingeschlossenen Nager durchzuführen, um den Gegenangriff der Nager zu schwächen. Könnt ihr zunächst damit anfangen, ihre Waffen zu dezimieren? Wenn ihr bereit seid, der Kommandoeinheit zu helfen, dann geht bitte zum Nagerlager und besorgt 10 Nagerwaffen von den KA-Wachen. Okay. Nagerlager. Nagerlager. Ist da. Nagerlager. Da. Nein. Ich kann eh nicht Beatboxen oder so, aber. Ist so rum, Alman. Ich bin heute ein bisschen aufgedreht. Ich weiß gar nicht, warum es Wochenende. It's Friday! Und ja, ich konnte es leider dann doch nicht lassen. Und habe bis eben gerade noch gestreamt. Muss ich gestehen? Naga-Waffe. Im Naga-Lager. Komm. Let me in Ruhe, sonst mach ich Schuh. Aus dir. Nagerwaffen aus dem Nagerlager. Hey! Du sollst deine Waffe droppen. Oh, die halten schon ein bisschen mehr aus. Aber egal. So ist es für euch vielleicht interessanter, weil ich nicht mehr alles one-hitte. Kann ja sein. Und wenn ich dann. Wann? Nee, unter. Nee. Ja, doch. Hau. Hau. Ich meine, durch ein bisschen. Ist auch nicht schlecht. Ja. Ja, also, ihr seht, steigt schon ziemlich gut. Oh ja, boah. Recht. Verteidigung geht aber auch hoch. Das kontrollieren wir mal. Ein rassiger Nager. Aus dem Nagerlager. Ah, steigt auch immer so um 18, 18.
Wenn er mal trifft. Kann man ja mal ein bisschen hochziehen. So. Nee, das sind die falschen. Wir müssen noch hier gucken. Ich würde schon sagen, ja, es hat mir die Waffen zerstört. Jetzt sind die Rüstungen dran. Und wenn die Rüstungen dran sind, sagt er bestimmt, ja, die Badelaken müssen auch zerrissen werden, damit die stinken, riechen können. Ja, ja. Easy. Also die Fruchtkonzentrat sieht aus wie so ein fruchtiger. So, ja, wir müssen natürlich die richtigen Gegner suchen. Hey, sind keine. Ah, doch, hier, Karwache. Ah, ja. Mit schlage ich so, mit ihren Zehen. Na komm. Oh, ein langes Bright Schwert. Easy. Noch vier. Ja, du heiße Lange. Super, noch drei. Ja, Und wer sich mit dem Spiel ein bisschen auskennt, weiß, wie viel Uhr es gerade war, als ich angefangen habe mit der Folge. Ah, so seid ihr. Witzigerweise werde ich auch manchmal gefragt, sag mal, warum, gerade so in den Kommentaren, warum spielst du ein totes Spiel, wurde ich zum Beispiel, glaube ich, war das unter der Folge oder Mittwoch gefragt. Nee, Montag oder Mittwoch, so war ich. Und durch ist Level 98, bin gut, ein Heitscher. Wo ich mich frage, so tot ist das gar nicht, ich habe echt schon viele Leute dadurch kennengelernt, die mir auch schon geholfen haben. Die kommentiert haben. Da macht sich jeder immer wieder. Nicht jeder guckt, irgendwann gibt man das Projekt auch auf. Wir steigen unser süßes Tierchen. Ein bisschen haben wir noch. Da müssen eigentlich nur gerade aushalten. Ja, aber es gibt noch genug Spieler. Ich finde selbst in den kleinen Gebieten irgendwo. Gerade jetzt hier. Allerdings, im wilden Lande, sondern ich bin ein bisschen uiuiui im Kopf. In Rabenfeld war viel los, verhältnismäßig habe ich immer wieder Spieler gesehen. Küste der Wegleiter habe ich auch immer wieder Spieler gesehen. Ja, gut, also ich meine, das sind so Gebiete, da siehst du nicht unbedingt immer Leute. Silberfels hast du schon Leute gesehen, also. Also es gab schon einige Örtchen, wo ich sage, ja, da war doch schon wieder. Ich meine, klar, nicht in die Masse wie vor ein paar Jahren oder so. Ist aber auch klar, das Spiel ist ja halt mehr oder weniger ohne Nachwuchs.
Die jungen Leute heutzutage, oh Bär, hi. Die jungen Leute von heute, die spielen natürlich lieber Counter-Strike oder sonst irgendein Kram. Da muss ich sagen, Shooter Battle Royale oder so. Aber willst du, dass ich töte? Na gut, auch nur weil du es bist. Großartig, wir müssen mit solchen Aktionen weitermachen, um die Zahl der Verluste der Kommandoeinheiten zu reduzieren. Sonst könnte die gesamte Einheit aufgerieben werden, bevor wir neue Mitglieder anwerben können. Natürlich werde ich alles in meiner Macht stehende unternehmen, um dies zu verhindern. Ja, ich auch. Nachdem wir erfolgreich den Gegenangriff der Naga geschwächt haben, können wir als nächstes versuchen, ihre Verteidigung zu schwächen. Daher besteht die nächste Vorgehensweise darin, ihre Rüstung zu konfiszieren. Das habe ich euch denn gesagt, wenn ihr bereit seid, der Kommandoeinheit zu helfen, dann geht bitte ins Naga-Lager und beschafft euch den Naga-Rüstung von den Naga-Verteidigern. Ja, das wusste ich. So, dann reden wir hier auch noch mit Charles Nock. Hey, Charles. Bei den Angriffen der Einheiten bestand das größte Problem in der Anzahl der K-Wachen. Für jede K-Wache bedarf es mindestens 2 Mitglieder der Einheit, um sie zu schlagen. Deshalb benötigen wir wirklich die Hilfe starker Abenteurer wie euch. Würdet ihr bitte der Kommandoeinheit helfen und ins Naga-Lager gehen und 10 K-Wachen töten? Hab ich gerade gemacht. Hättest du mal zugehört. Dann schnipp-schnapp 2 Fliegen mit einer Klappe und... naja. Ja, also den Schmetterling will ich auch mal umhauen. Guck, wie viel Erfahrungspunkte da geht. Ui, ui, ui. Nicht so viel. Ja. Da muss er hin. So. Wie lange ist denn überhaupt? Wie lange machen wir schon? 22 Minuten. Einen Bär nehmen wir noch. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Ich bedanke mich natürlich wieder herzlich für all die Kommentare, die ihr in den letzten Tagen wieder gebracht habt. Natürlich weiterhin auch bei jedem, der immer ein Like da lässt oder durch die Folge reinfällt. Ich muss ja ehrlich sagen, verhältnismäßig viele Leute gucken die Folgen komplett durch. Das macht mich schon so ein bisschen stolz. Nicht gut. Naja, wir müssen eine K-Wache töten. Machen wir das. Ja, auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Und wenn der umfällt, ist die Folge zu Ende. Ja, aber guck mal, ob er Loot hat. Nö, hat er nicht. Armer Schlucker. Bis zur nächsten Folge. Ciao.